Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Sweet Amores. Dieses Video ist nachsynchronisiert. Das liegt daran, dass ich vergessen habe, dass es ja noch einen Part gab und ich, dumm wie ich bin, natürlich die Tonspur des neuen Parts genau darüber eingespeichert habe. Also ist die Tonspur weg. Aber ich denke mal, nachsynchronisieren können wir das Ganze auch. So viel Tolles habe ich nicht erzählt. Und ja, wir sind wieder in Episode 4, wo noch gestern Episode 5 kam. Ja, Dani war zu blöd, das Video richtig in Reihenfolge hochzuladen. Du musst am Putzen bleiben, das tut mir echt leid. Ist nicht so schlimm. Brauchst du vielleicht Hilfe? Nein, das geht schon, sonst müsstest du auch echt nach dem Unterricht da bleiben. Aber danke. Ja, ich muss mit Dings den Schuhe putzen. Dani, die Direktorin hat mir gesagt, sie hätte dich dabei erwischt, wie du zusammen mit Lee einen Spinnen besprühst. Genau, Lee hieß sie. Ja, es ist deine Schuld. Ich habe zu lange gebraucht, um die Spinnen in den Spinnen zu legen und wurde erwischt. Ja, Lee hat mich dabei überrascht und ist dann gleich mitbestraft worden. Ja, war ja klar, dass ich das jetzt ausbaden darf und dabei habe ich das zum ersten Mal gemacht. Ach ja. Lee ist eh eine von irgendwas Freundin. Ich habe dir ja gleich gesagt, dass es keine gute Idee war. Oh, jetzt hat mir bloß keine Moralpredigt. Es war halt zu verlockend und ich hatte einfach kein Glück. Ich war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort, aber ich würde es wieder machen, wenn ich könnte. Ich würde es auch wieder machen. Die ist ja schlimm, was ist denn deine Strafe? Ich muss die Graffitis im Treppenhaus wegmachen. Womit mache ich das eigentlich am besten? Mit einem Eimer? Ah, verstehe. Ich werde dir einen Eimer mit Putzmittel und Schwamm hinstellen. Ich lasse dir alles im Zimmer der Schüler vertreten und du kannst es nach dem Unterricht und abholen, okay? Schau zwischendurch mal vorbei. In Ordnung. Dankeschön. Deswegen, liebe Kinder und Nicht-Kinder, beschmiert niemals Spinte. Das ist doof. So was macht man nicht. Das ist Schmiererei. Das ist doof. Ganz doll doof. Macht man nicht. Weil ich nur dazu gesagt habe. So, mit meinen kleinen Racheaktionen habe ich mir ganz schön was eingebrockt. Wieso? Ich habe mich beim Besprühen von Spinnen erwischen lassen. Wegen deiner idiotischen Idee. Die Direktorin habe ich erwischt. Ich bin echt sauer. Ich bin im letzten Moment erwischt worden. Und du machst sowas am helllichten Tag? Bist du irgendwie dämlich oder was? Tut mir leid, dass ich da nicht so ein Profi bin wie du. Du hättest ja ruhig was sagen können und mich warnen. Naja, jetzt muss ich jedenfalls sauber machen. Ich weiß nie, wie ich mit ihm klarkomme. Okay, ist ja schon gut. Meine Güte, der Typ. So. Oh. Weißt du, wo ich was zum Putzen finde, um die Farbe wieder abzukriegen? Woher soll ich denn das wissen? Ich lass mich nicht schnappen, wenn ich sowas mache. Wieso fahre ich eigentlich weiter? Ich bin so dumm. Auch wenn du noch nie geschnappt worden bist, weißt du vielleicht, oder? Du nervst mich heute Morgen echt mit deinen ganzen Fragen. Ach Mann, ich hätte nicht weitermachen sollen. Du musst mir also einen Streich spielen und musst jetzt zur Strafe putzen. Lee hat mir alles erzählt. Die Strafe gilt aber auch für Lee, ne? Schon klar, aber sie kommt nur mit, um zu sehen, ob du auch alles so machst, wie die Direktorin gesagt hat. Nein, sie putzt gefälligst. Ich putze doch nicht alleine, weil ich schon ein blödes Outfit anhabe, Mensch. So, ist das Putzmittel? Nein, Putzzeug ist natürlich immer noch nicht da. Wie langsam bist du eigentlich? Meine Fresse. Aber wenn es dann klappt, alles gut. Ich habe alles nötig unter Seelen zum Putzen gefunden und der Unterricht ist vorbei. Jetzt warte ich nur noch auf Lee, um sauber machen zu gehen. Super. Ich gehe nach Hause. Bis morgen. Bis morgen. Das Castiel holt seine Sachen noch seinen Spinn, bevor er auch geht. Hey, dann schrubb mal ordentlich und bleib nicht zu lange, wenn du heute Abend nicht hier eingeschlossen werden willst. Und weg ist er. Viel Erfolg, Dani. Und bleib nicht zu lang. Anstatt du mir hilfst. Ich höre Gelächter. Grrr. Nicht die schon wieder. Grrr. Der hat mich bloß schadenfroh angegrinst und ist gegangen. Und Charlotte direkt hinterher. Meine Fresse. Lee ist nirgends zu sehen. Wird sie mich noch lange warten lassen? Bestimmt hat sie sich davon geschlichen. Was soll denn das? Ich warte schon die ganze Zeit im Treppenhaus auf dich. Wolltest du etwa abhauen? Natürlich nicht. Ich habe hier auf dich gewartet. Gut, hast du etwas zum Putzen dabei? Komm mit, wir gehen zurück ins Treppenhaus. Das ist ganz am Ende vom Gang hier. Okay, kannst du mal bitte deinen Lippenstift zur Seite legen? Wäre äußerst lieb von dir. Liebenswürzig. Quasi. Oh Gott, habe ich echt liebenswürzig gesagt. Oh Mann. Ich lasse dich da mal sauber machen. Ich dachte, du hilfst mir. Okay, sie hilft nicht. Egal, alles sauber. Blitze, blitze, blank, blank, blitze, blitze, blank, 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 blitze. Okay, ich weiß, das war irgendwie doof. Aber, ja, was soll man schon so zu einer Scheiße sagen? Wo ist Lee? Es hat ganz schön lange gedauert, diese Schmierereien abzuwischen. Oh, es ist plötzlich dunkel. Außerdem sind alle weg und es ist schon dunkel. Das ist natürlich gruselig, das ist so eine richtige Horrorvorstellung. Ich muss Lee wiederfinden und dann schnell nach Hause. Jupp, das ist eine sehr gute Idee. Ich will auch nach Hause. Hauptflur, da steht sogar Nacht dabei, habe ich gar nicht gesehen. Das ist natürlich witzig irgendwie.
Oh, ich finde die Turnhalle sieht so schön aus bei Nacht, wenn man so die Sterne durch das Fenster sieht. Sag mal, spinnst du? Ich muss in 5 Minuten los und du verschwindest einfach. Was? Du könntest wesentlich so lange da bleiben, wie ich sauber mache. Bist du jetzt fertig? Können wir endlich nach Hause? Ich will nicht sagen, aber es wäre schnell gegangen, wenn du geholfen hättest. Hätte sich aber ihre Fingernägel kaputt gemacht. Man hört ein merkwürdiges Geräusch und wie das Echo von einem Lachen. Was war das für ein Geräusch? Das Echo von einem Lachen? Ich weiß nicht. Das ist unheimlich. Ja, ein bisschen, aber es gibt dafür bestimmt eine Erklärung. Du willst mich wohl erschrecken. Glaubst du wirklich das? Was? Was ist das? Das ist aus wie ein Schatten. Ah, ein Gespenst. Wir und ich sind so schnell wie wir konnten nach Hause gerannt. War das wirklich ein Gespenst? Natürlich, was denn sonst? Bitte, wenn es aussah wie ein Gespenst und gerochen hat. Am nächsten Tag. Dann war es ein Gespenst. So, du hast also Angst vor Gespenstern. Lee hat uns erzählt, dass sie ein Geräusch gehört hat und du davon gerannt bist wie ein Kleinkind. Wie peinlich. Hallo, Lee hatte mindestens genauso große Angst, wenn nicht mehr. Erzähl das jemand anderen, du Angsthase, als ob er in unserer Schule spucken würde. So ein Quatsch, ey. Lee überträgt echt, sie hätte ja auch einfach die Klappe halten können. Warum sollte sie? Das war schon echt unheimlich, aber Gespenster gibt es nicht. Glaube ich jedenfalls. Ja. Ich gehe noch mal unten nachsehen, ob ich nicht noch was finde. Gut. Gehen wir unten nachsehen, ob wir nicht noch was finden. Zum Beispiel. Ah, Dani, übersehe das nicht. Dani! Gut. Ich habe es nicht übersehen. Aber, Dani, übersehe es ja nicht. Übersehe. Sie hat das andere übersehen. Mensch, Dani, du bist so dämlich. Habt ihr gesehen, da lag noch ein zweites. Oh, manchmal könnte ich dieses Mädchen klatschen. Nathaniel, mir ist gestern Abend was Komisches passiert. Gestern Abend? Ja, ich musste doch gestern nach dem Unterricht die Graffitis wegmachen. Stimmt, du warst ja nach dem Unterricht noch hier. Was hast du denn gesehen? Stimmt was nicht? Du bist irgendwie komisch. Ja, also, ich war da mit Lee, du weißt ja warum. Irgendwie bist du komisch, ist was? Rate mal. Ach, gar nichts. Was hast du denn gesehen? Ein Gespenst. Ein Gespenst. Ja, es war total unheimlich. Lee und ich waren im Treppenhaus und wollten gerade gehen. Und da haben wir was gehört und einen Schatten gesehen. Da sind wir abgehauen. Ja, es war ein Schrei und ein großer Schatten ist aufgetaucht. Keine Ahnung, ob es wirklich ein Gespenst war, aber da war ein Schatten. Das habt ihr euch bestimmt nur eingeredet. Nein, ich schwöre dir, da war ein Gespenst. Ich werde mal jemand anders fragen. Immerhin haben wir es beide gesehen. Ich gehe mal jemand anderen fragen. Das glaube ich nicht. Ich gehe mal jemand anderen fragen. Was soll das denn bringen? Das ist doch einfach. Wenn es dich beruhigt, glaube ich dir. Nein, ich muss rausfinden, was da los ist. Ich komme später wieder. Okay, wie du willst. Sieht aus, als würde er sich nicht besonders fühlen. Vielleicht hat er Kopfschmerzen. Oder die Grippe. Oder Kopfschmerzen bei der Grippe. Du wirst nicht glauben, was mir passiert ist. Du hast endlich Kiki gefunden. Ganz toller Witz, aber du bist in der falschen Episode. Erzählst du mir jetzt deine tolle Neuigkeit oder nicht? Ich war mit Lee im Treppenhaus und wir haben ein Gespenst gesehen. Ich habe ein Gespenst gesehen. Rate mal. Meinst du, ich habe Lust auf Ratespielchen? Wenn du mit mir reden willst, schieß los. Ich habe ein Gespenst gesehen. Der Witz war nicht schlecht. Nein, ehrlich, wir waren gerade mit Putzen fertig, als er aufgetaucht ist. Die sind wir schnell abgehauen. Ach ja, du warst ja nach dem Unterricht im Treppenhaus. Das habe ich ganz vergessen. Ja, vielleicht schon was Komisches aufgefallen? Ja, dir so? Hm? Jetzt, wo du es sagst. Ja, da gab es mal so ein Gerücht, dass vor ein paar Jahren ein Lehrer im Treppenhaus ausgerutscht und dabei gestolpert ist. Seitdem soll ein Geist dort herumirren. In Ernst? Du bist manchmal echt zu dämlich. Natürlich nicht. Es gibt keine Gespenstermädchen. Ich glaube, es gibt welche. Und wie erklärst du dann, dass ich eins gesehen habe? Ich weiß nicht, was da war. Ganz sicher irgendwas im Treppenhaus. Du hast bestimmt geträumt. Vergiss das doch einfach. Ich werde dir beweisen, dass es ein Gespenst war. Dann war jemand anders da unten. Du wirst es sehen. So. Nein, im Ernst. Ist doch egal. Willst du da echt suchen? Ja, ich komme wieder, wenn ich was gefunden habe. Ich habe eine Sache gefunden. Ganz schön stur. Ja, bin ich. Oh, bitte, Dani. Jetzt geh zurück. Oh, ich glaube, es gibt ein Gespenst in der Schule. Naja, ich habe jedenfalls was Komisches gesehen. Achso, du glaubst. Du, ja. Ich glaube jedenfalls nicht an Gespenster. Bist du sicher, dass da niemand war? Ein Nachtwächter vielleicht? Gibt es denn hier einen Nachtwächter? Glaube ich nicht. Aber das scheint eine realistische Erklärung zu sein. Ja, kann sein, wenn es hier einen Nachtwächter geben würde. Meine Güte. Gibt es aber nicht. Ja, Dani, finde es. Nein, Dani. Oh, Dani, geh zurück. Geh zurück, Dr. Meku. Ich hasse dich. Jetzt geh auch schon zurück, da war doch was. Dani. Ein Gespenst in der Schule. Was für eine merkwürdige Idee. Du bist schon ein bisschen komisch. Sag die, die so ein blödes Kleid trägt. Ich werde noch für verrückt gehalten, wenn ich weiter herumfrage. Du siehst aus wie so eine Striptease-Pornodarstellerin. Bam. Bin voll cool, okay?
Bernie, geh doch zurück. Bitte, Dani, geh zurück. Dani, du verschwindest deine Punkte. Ja, genau, da, da liegt was. Nein, geh zurück. Ja, jetzt gehst du erstmal deine Aufgaben gucken. Du bist so blöd, wenn du zwei verschiedene Gedichte. Ja, ja, zwei. Zwei, das ist mehr als eins. Eins hast du und du brauchst noch ein zweites, dann hast du zwei. Genau, Dani. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, sie hat es. Sie hat es. Oh mein Gott. Na, hast du Casper gefunden? Nicht ganz, aber das hier habe ich gefunden. Wow, Platik und Zigarettenkippen. Na, dann ist jetzt alles klar. Das war jedenfalls gestern noch nicht da. Das heißt, das Gespenst frisst Plastik und raucht. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Irgendjemand muss dort jedenfalls geraucht haben. Ja, irgendjemand muss da geraucht haben. Okay, offensichtlich hat jemand dort geraucht. Na und? Was kannst du schon machen, außer es vielleicht unseren lieben Schülersprecher zu erzählen? Du findest bestimmt keine Beweise für was auch immer. Ich gucke heute Abend nach, ob nochmal was passiert. Ach, vergiss es. Aber beschwer dich nachher nicht, wenn du von einem Gespenst gefressen wirst. Gespräch beenden. Er ist immer so lieb. So, jetzt gehe ich gleich wieder in meine Aufgaben, weil ich blöd bin. Gut. Ja. Ja, sprich mit ihnen? Ja. Und haben deine Nachforschung was gebracht? Ich guck mal, was ich gefunden. Ja, guck mal, was ich gefunden habe. Ein Stückchen Plastik und Zigarettenstummel. Das beweist doch gar nichts. Weißt du nicht, was das heißt? Ich auch nicht. Das war also jemand da. Gibt's in der Schule eine Nachtwächter? Iris hat mich draufgebracht. Das kann jeder gewesen sein. Jedenfalls hat sich dieser jemand erlaubt, trotz verbotenen Gebäude zu rauchen. Find doch heraus, wer es war, während ich weiter als Gespenst suche. Ich mag Gespenster. Gibst du immer noch nicht auf? Du siehst doch, dass das nichts bringt. Nein, ich warte mal ab, ob ich heute Abend wieder was tut. So, ob sie heute Abend wieder was tut. So, ne, ich warte ab, ne. Ich. So. Verschwende keine weiteren Punkte. Verschwende keine Punkte. Verschwende nicht die Punkte. Dani, hör auf mich. Oh, sie verschwendet die Punkte. Super. Alles ist gegangen, obwohl ich bin nicht ganz sicher. Ich guck lieber mal nach, ob da wirklich niemand mehr ist, bevor wieder nach da hinten gehe. Gut, also darf ich wieder alles durchsuchen. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Sieht immer schön aus. Nathaniel, was machst du denn noch hier? Hast du mich erschreckt? Ich hätte noch Papierkram zu erledigen. Was machst du hier? Du weißt doch, ich will sehen, ob nochmal das gleiche passiert wie gestern. Okay, also ich gehe dann mal. Bis morgen. Ja, bis morgen. Oh, er ist so niedlich. Er ist so niedlich. Ich mag ihn. So, da bin ich also wieder. Allein, im Dunkeln. Wenn ich drüber nachdenke, Nathaniel und Castiel waren beide echt komisch, als ich ihnen davon erzählt habe. Vielleicht haben sie auch Angst vor Gespenstern. Da wieder dieses Geräusch. Das ist so gruselig. Ich habe echt Angst. Ich bin hier ganz allein. Weglaufen. Ich bin der Held des Tages. Ich bin gestern schon wieder wie ein Angsthase abgehauen. Echt ein bisschen peinlich. Ich gucke mal nach, ob da unten nicht vielleicht heute wieder was rumliegt. Los, geh da hin. Geh hin und suche dir. Keine Ahnung, ob es Gespenster gibt. Aber wenn es hier welche gäbe, ich würde sterben vor Angst. Und da ist was. Meins. Meins. Ich habe was gefunden. Ich habe es wieder gesehen. Was hast du wieder gesehen? Du weißt genau, was ich meine. Das Gespenst ist schon wieder aufgetaucht. Als ob ich wieder das gleiche Geräusch, aber nicht gesehen. Du hast also nichts gesehen. Nein, also ich habe gehört, nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, du versuchst irgendwas herauszufinden. Aber eigentlich hast du gar keine Beweise, oder? Ich habe das Gefühl, du willst mir nicht wirklich helfen. Bäm, hab ihn voll gegeben. Hat ihn richtig besorgt, Mann. Es ist schon wieder aufgetaucht. Ich fass es nicht. Hast du nach dem Unterricht schon wieder in der Schule rumgehangen? Ja, und ich habe schon wieder gesehen. Eigentlich gehört. Das würde mich aber wundern, wenn du was gesehen hättest. Ich bin abgehauen, bevor ich was sehen konnte. Aber ich habe es gehört. Und woher willst du wissen, was ich sehen konnte oder nicht? Ich schwöre, da war wieder das gleiche Geräusch. Ey, Digga. Du hast also überhaupt nichts gesehen. Hast du dir das echt nur eingebildet? Nein, ich bin mir sicher. Ich bin mir ganz doll sicher. Jetzt glaub mir doch. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. So, was haben wir für Aufgaben wiedergekommen? Nathaniel ist wie immer in sein Papierkram vertieft. Was ist los? Das lag im Treppenhaus. Ein Notizbuch? Das lag im Treppenhaus. Jemand scheint es dort verloren zu haben. Aber vielleicht hat es jemand morgens vor dem Unterricht dort verloren. Wenn du möchtest, bewahre ich es auf, falls jemand danach fragt. Nein, ich bin sicher, jemand hat das Ding in der Nacht da verloren. Und ich werde herausfinden, wem sie gehören. Nein, ich finde ja schon noch heraus, wer nachts in der Schule rumtreibt. Vielleicht finde ich ja selber seinen Besitz. Ansonsten gebe ich es dir später. Ja, ja. Bist du dir sicher?
Gut, wie du möchtest. Und wir sind weggegangen. Oder er ist weggegangen. Dann er ist auch nicht mehr da. Ein Notizbuch mit handgeschriebenen Notizen. Das kann wohl kein Gespenst sein, aber wer schleicht denn abends hier durch die Schule? Es ist Tine Wittler. Die will die Schule umgestalten. Irgendwas an den Geschichten ist echt komisch. Ob da hinten auf dem Gang sind Nathalie und Castiel, sie scheinen über irgendwas zu reden. Aber sie sind so weit weg, deshalb verstehe ich nichts. Die streiten gar nicht. Bestimmt verschweigen sie mir irgendwas. Oder sie machen Homosex. Jetzt gehen sie in verschiedene Richtungen davon. Wie kann ich den Gespenst am besten eine Falle stellen? Ich hab's. Ich kaufe mir einen Fotoapparat. Dann kann ich den Herumtreiber fotografieren. Oh, Geld ausgeben. Heute Abend klappt es bestimmt. Ich will kein Geld ausgeben. Geld ausgeben ist doof. Dann gebe ich Geld aus. 57 für einen digitalen Fotoapparat. Also weh, ich brauch den danach nicht mehr. Und Suri, du schmeißt gerade meine Sachen um. Ach ja. Juti. Kann ich dann mal so mein Foto machen? Es ist soweit, ich habe den Fotoapparat dabei und alle sind gegangen. Ich habe eh nie Unterricht. Auf zum Treppenhaus. Diesmal laufe ich nicht weg. Ich laufe nicht weg. Nicht zu hören. Jetzt, wo ich den Rumtreiber fotografieren könnte, passiert nichts. Ich höre was. Jetzt nicht weglaufen, ganz ruhig bleiben. Da, schnell ein Fotoapparat verwenden. Hey, was soll das? Weiter. Weiter. Please. Please, Dani. Danke. Mach dich für dein Date fertig. Gut. Team Nathaniel. Nathi. Team Nathi. Gut. Ah, meine Augen. Nathi, was machst du denn hier? Du bist das Gespenst? Nein, nicht wirklich. Ich habe mir schon gedacht, dass du nicht locker lässt und heute Abend wiederkommen wirst. Also erkläre ich dir lieber alles. Okay. Am unteren Ende von Treppenhaus ist eine Art Kellerraum. Castiel und ein Freund von ihm nutzen den Raum manchmal nach dem Unterricht als Proberaum für ihre Musik. Die beiden hast du abends gehört. Gibt's hier nicht auch eine Musik-AG? Die immer voll ist, wenn ich rein will? Von einer Schülerin? Schon, aber du kennst die ja. Denken, dass sie da nicht machen können, was sie möchten. Verstehe. Und du probst auch mit ihnen? Nein, ich bin da nur hineingezogen, weil mal Castiel die Schlüssel geklaut hat. Und wenn das rauskommt, bekommen wir beide großen Ärger. Deswegen versuchen wir, das Ganze geheim zu halten. Ah, verstehe. Und als du immer weiter rumgeschnüffelt hast, haben wir uns gesagt, dass es vielleicht besser ist, dich einzuweihen. Darüber haben wir auf dem Flur gesprochen. Du sagst doch nichts, oder? Nein, natürlich nicht. Frau Lehrerin, ich weiß was. Miss Fenster, Miss Fenster. Super, komm, ich stelle Lisander vor. Hi, Lisander. Ich bin Nati ins Treppenhaus gefolgt. Dort ist eine Tür, hinter der eine Treppe weiter nach unten führt. Der Raum an ihrem Ende ist komplett leer. Er hat mir diesen berühmten Lisander vorgestellt. Stich Bild. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Hallo gleichfalls. Ich bin Dani. Hi. Ich entschuldige mich bitte für gestern Abend. Ich glaube, ich war das, der dir und deine Freundin Angst eingejagt hat. Okay, kein Problem. Sie ist auch nicht wirklich meine Freundin. Also, ich kenne sie gar nicht. Außerdem hatte sie bestimmt mehr Angst als ich. Dieser Junge sieht schon echt cool aus. Wir haben uns ein bisschen unterhalten und dabei habe ich erfahren, dass das Plastikstück der Rest einer CD-Hülle war. Dass die Zigarettenkippen von Castiel waren, das manchmal raucht und das Plaktron auch. Das Notizbuch gehört Lisander. Er notiert darin Ideen zu seinen Liedern. Ich habe es ihm mit einem Plaktron zusammen wiedergegeben. Weiter. Komm schon, Dani. Bist doch auch fertig mit Lesen. Ich bin zufrieden, endlich Licht ins Dunkel gebracht zu haben. Obwohl ich den Fotoapparat letztendlich umsonst gekauft habe. Oh Gott, Geld! Und ich Iris einmal und ihren Freunden nichts davon erzählen kann. Du findest den Fotoapparat in der Kommode deiner Wohnung und kannst dein Zimmer damit dekorieren, wenn du möchtest. Nein, möchte ich nicht! Es ist schon ziemlich spät und ich muss jetzt echt nach Hause, sonst bringt meine Mutter mich um. Warte, ich begleite dich lieber, es ist schon dunkel. Also nur, wenn es dir recht ist. Natürlich, klar, danke. Wir sind im Dunkeln bis zu mir gelaufen und haben über unser kleines Geheimnis geredet. Es wäre echt lustig, wenn die Schüler wirklich glauben würden, dass es in der Schule ein Gespenst gibt. Schlussbild, ich will anzeigen. Oh, ist das süß. Guck mal, wir halten Händchen. Ist das nicht süß? Ach, sind wir süß. Mann, ja, ich muss es natürlich gleich wieder speichern. Ihr kennt mich. Ich nehme es als Thumbnail. Bam. Thumbnail, Thumbnail, alle lieben Thumbnails. Yeah, yeah, Vorschaubild von YouTube. Bild speichern unter, da seht ihr meine Bilder. Mache ich endlich weiter? Ja, ich mache weiter. Gut. Ich hab blauen Schlau gelöst. Ich hab blauen Schlau gelöst. Ich hab blauen Schlau gelöst, denn ich bin ziemlich blau. Ich mein schlau. Yay. Also Leute, das war's mit Is It Love Matt? Oder lese ich noch ein paar Nachrichten? Ich lese mal Nachrichten. Yay, Dani, freut mich, dass du angenommen hast. Ich nehme euch alle an. Und du hast meine Frisur geklaut. Ey, meine Frisur. Hey Dani, ich liebe deine Videos. Mach weiter so. Jetzt schreibe ich irgendwas von wegen Danke. Yay. So. Ja.
keine Freundschaft abfragen. Ich habe mittlerweile, glaube ich, 23 Seiten voll mit Freunden. Das war eigentlich geil, was ich da hatte. Bis zum nächsten Mal. Ciao.